So, meine sehr geehrten Damen und Herren, eigentlich wollte Sie heute Herr Dr. Lackner, der Oberbürgermeister der Stadt Parteienhalle, begrüßen. Da dieser aber dienstlich leider verhindert ist, habe ich nun das große Vergnügen, Sie im Namen der Kunstakademie Parteienhalle hier willkommen zu heißen, hier in der Städtischen Galerie Parteienhalle. Es freut mich wahnsinnig, dass Sie trotz dieser enormen Hitze, man kann schon fast Hitzeschlacht, sich so zahlreich hier eingefunden haben bei dieser ganz besonderen Ausstellung, besonders dahingehend, dass zum ersten Mal eine Kooperation zwischen der Philharmonie Bad Reichenhall und der Kunstakademie Bad Reichenhall stattgefunden hat. Das heißt, es hat auf hoher Ebene ein interdisziplinäres Arbeiten zwischen der Malerei und der Musik stattgefunden. So begrüße ich zunächst ganz besonders unsere Dozentin, hochgeschätzte Dozentin Ingrid Floss, die mit ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern diese wunderbare Ausstellung geschaffen hat. Auf Seiten des Musikers begrüße ich zunächst Herrn Endo Schneider, der mit seinem Werk Das Geheimnis der Bäume die musikalische Grundlage für diese wunderbaren Kunstwerke geschaffen haben. Herr Ingo Schneider ist einer der bekanntesten deutschen und last but not least begrüße ich ganz herzlich Herrn Christian Simonis. Wo ist er? Vielen Dank an Sie alle für die gute Zusammenarbeit, für die gelungene Zusammenarbeit. Das war eine Premiere. Und ich hoffe, dass wir das im nächsten Jahr irgendwie so weiterführen. Das würde mich freuen. Also vielen Dank an Sie beide. Herr Simonis, wenn ich das Wort an Sie weitergeben kann. Ja, man geht so durch heute Vormittag durch München und ja, wie Herr Schönhofer schon sagt, es ist so heiß und alles sind so irgendwie und zwischen arbeiten müssen und Eiskaffee schlürfen. Und dann fährt man noch mit dem Zug und so weiter und so fort. Und dann denkt man heute Abend und dann strahlt man und sagt, ein Fest der Ernsthaftigkeit. Dass plötzlich der Geist wach wird, die Seele zu schwingen beginnt, weil es dann gar keine Rolle mehr spielt, sondern man spürt, was hier geistig bewegt wird. Und immer fortwährend, das ist der Vorteil der bildenden Kunst. Bei uns, wir müssen dann immer, da kommt dann der Interprete, der Diener des schöpferischen Menschen ist. Das ist eigentlich dieses Wunderbare, dass diese beiden Künste heute und morgen Abend so zusammenkommen. Die menschliche Begegnung, Frau Floss, das wenn man da gesprochen hat, dann ging auch immer die Sonne auf, obwohl es damals Februar war und es war neu und trotzdem geht die gleiche Sonne auf, wie sie heute aufgegangen ist. Und auch dann die Begegnung in der Kunstakademie, in dem Raum, wo alle still gearbeitet haben und man vom Geheimnis der Bäume gesprochen hat, inspiriert und getragen, auch von dem Werk von Professor Schneider, diese kleinen Gespräche, die man geführt hat, wo alles sensibilisiert wird, der Geist, die Empfindung und natürlich das bildnerische Handwerk, denn das ist etwas ganz Elementares, nur der Gedanke und nur weil man etwas schön findet, man braucht auch das bildnerische Handwerk, dass man es ausdrücken kann. Und das ist das Beglückende, dass man das erleben darf, dass man das Entstehen erleben darf oder jetzt eben das Fertige. Und so danke ich Ihnen, sehr geehrter Herr Professor, dass Sie diese Geheimnisse der Bäume auf den Weg gebracht haben. Als wir gesprochen haben, haben Sie gesagt, ja, Sie möchten ein Percussion-Konzert schreiben für David Kanzler, der hier ist, Solist. Tokio, Korea, Amerika, überall und außerdem auch noch der Sohn unseres Solo-Professors Alfons Panzl,
auf den wir auch sehr stolz sind, der seit über 35 Jahren hier im Orchester wirkt. Und so ist das ein besonderes Fest, dass wir in die Tiefe gehen dürfen, dass wir uns auseinandersetzen dürfen. Und ich danke allen, natürlich Ihnen, liebe Frau Schloss, und Ihnen, lieber Herr Schönhofer, dass Sie das weiterleiten. Ich möchte mich auch in Abwesenheit ganz herzlich bei Dr. Hausmann bedanken, denn dass das so dann entstanden ist, war natürlich die Initiative von Frau Dr. Hausmann. Sie kam auf uns zu und war dann Feuer und Flamme, weil sie ja nicht nur eine hochinspirierende Dame ist, sondern weil sie auch eine blendende Organisatorin ist. Und weil das alles dann so problemlos gelaufen ist mit einer Selbstverständlichkeit, und so freuen wir uns auch dann in den kommenden Jahren auf eine gemeinsame Zusammenarbeit. Ihnen allen Dank. Danke, Herr Simonis. Ich darf jetzt einige Sätze zum Thema Bäume an sich sagen, denn die Idee, die kam tatsächlich mal aus meiner Ecke, das ist sogar aus der musikalischen Ecke, und dann ging es weiter zur Bildkunst, und deswegen auch jetzt machen wir in der Erklärung hier den Weg auf. Ich berichte mal kurz über die Bäume an sich. Für die meisten Leute in unserer Industriewelt ist ein Baumaterial, man macht Möbel draus. Ein Baum ist aber leider viel mehr. Ein Baum ist nicht nur ein Lebewesen, sondern er hat eigentlich alles, was ein Lebewesen auch auszeichnet. Ein Baum hat, wie wir Menschen, den Körper, die Materie, damit bauen wir Schiffe, Möbel, alles Mögliche. Es gibt aber auch die Seele des Baumes, die ist längst beschrieben, was er fühlt. Zum Beispiel, wenn jemand seine Pflanzen vertrocknen lässt zu Hause, da kann man heute im Ultraschallbereich hören und sichtbar machen, akustisch, wie die da schreien, wie sie leiden und dergleichen. Also der Baum hat auch Gefühle. Der Peter Rohleben mit seinen wunderbaren Lieden, der hat ja auch dann danach das Buch über die Gefühle der Tiere gesprochen, über die Gefühle der Bäume, hat er sich auch viel geäußert. Also der Baum ist Körper, Seele und vor allem aber auch Geist. Wir haben es gerade schon gehört, der Geist ist was ganz Besonderes. Lateinisch Spiritus, und meistens Leute sind manchmal auch der Geist und Spiritus. Das ist so ein Esotyp, oder der ist katholisch, der Spiritus Sanctum und dergleichen. Wir haben sofort das Klischee, um Geist niederzumachen, weil ich Geist wirklich das Wesen unserer Welt, vorhin fiel gerade das Wort inspirieren, ja? Der Geist Spiritus, und inspirieren heißt einfach den Geist in sich reinlassen. Und was die Malakademie hier gemacht hat, das war einerseits inspirieren lassen vom Geist der Musik, von meinem Zugang zum Geist der Bäume, und den Spiritus hat mich inspiriert dazu in Bildern. Das heißt, Geist ist was eigentlich sehr, sehr Wichtiges. Und was Sie hier sehen, ist jetzt eben irgendwie Materie, Realität, sichtbar gewordene Versuche, den Geist über Inspiration auszudrücken und irgendwie die Schwingung jetzt doch gefangen zu machen. So wie auch jeder ist in persönlichen systematischen Schwingungsmuster. Das wird zum Beispiel erkennbar im Fingerabdruck, das ist der gefrorene Schwingungszustand von uns selber, den es direkt auf die Welt zweitens mal gibt, oder auch unsere DNA, das nehmen zum Beispiel die, und die Schwingungsmuster, die jetzt an der Wand hängen, ist eben auch immer einmalig vermittelt, und mit der Musik morgen, ich mache morgen eine Einführung über die Musik, da werde ich das nicht sehen. Aber ich bin selbst zu diesem Thema wieder zurückgekommen.
gekommen und ich merke, dass alles ist nur ein Anfang, weil das Thema ist so vielschichtig. Also wenn man einmal damit anfängt, ich habe mir die Gedanken gemacht, was ich heute Abend sage, da habe ich jetzt hier 6 Seiten geschrieben. Also wir sind heute hier auf ein Berg aufgestiegen bei der Hitze, also ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber wir haben es geschafft. Und da merkt man erstmal, die Bäume, wir brauchen die Bäume. Die Bäume brauchen uns überhaupt nicht, sind völlig selbstständig, aber wir Menschen können ohne Bäume nicht existieren. Das merkt man, wenn man in den Wald geht, es wird sofort kühl und zwar auf ein paar Grad. Und sonst, wir gehen ein wie Fliegen, wenn wir keine Bäume haben. Und Sie können jetzt, wenn Sie sich umschauen in der Ausstellung, ich würde sagen, die Ausstellung zusammen, aber auch jedes einzelne Bild ist wie ein, für mich wie ein Gesang, ein Musikstück zu Ehren der Natur, weil die Ehrfurcht, die man hat vor der Natur, also die ich oder auch ihr alle, die ihr hier gemalt habt, gearbeitet habt, das ist einfach ein Gesang, eine Hymne oder ein Gesang, ein Orchesterstück zu Ehren der Natur. Und wir haben, die Ausstellung ist so aufgebaut, so strukturiert wie Edmund Schneiders Stück für Orchester, was morgen nur aufgeführt wird. Und wir haben eigentlich hier so in dem Bereich, hier auf der Seite geht es um die Ulme und auf der Seite fängt es dann an mit der Fichte hier in dem Bereich. Die Hochformate auch da hinten, diese beiden Arbeiten, die oben die rechteckigen Arbeiten, die haben mit dem mittleren Teil des Konzertstücks zu tun, mit den Strukturen. Da geht es angefangen von der Wurzel über den Stamm zu den Blättern. Und da auf der Seite geht es um die Wurzel und den Wurzelboden und dann geht es weiter mit dem Stamm. Es gibt 2 Ausnahmen oben. Diese Hochformate, das ist beides noch mit der Ulme zu tun. Und rechts geht es dann weiter zu den Blättern. Wenn Sie sich jetzt die Ausstellung anschauen, dann stellen Sie sich einfach vor die einzelnen Bilder hin und warten Sie mal einen Augenblick. Warten Sie mal, was die Farbe mit Ihnen macht. Also dass Sie müssen nichts hineininterpretieren, Sie müssen nichts verstehen oder lesen. Oder warten Sie einfach mal, wie die Farbe wirkt. Und was die Farbe macht, das ist wie ein Orchesterstück, wenn Sie jetzt morgen Abend ins Konzert von Edmund Schneider gehen und das einfach auf sich wirken lassen. Und das ist das der Vorteil, den die Musik hat. Sie hat kann uns auf einer Ebene erreichen, die sehr besonders ist, wo wir normalerweise in unserem Alltag sehr abgelenkt sind. Und das kann die Malerei eben auch. Und warten Sie einfach mal, was die Bilder mit Ihnen machen. Und genießen